Matthias Appenzeller. Wie geht's dir? Ein Wahnsinnstag, ein Wahnsinnswochenende ist hinter dir. Ja, ich bin im Moment einfach nur erleichtert. Also, der ganze Druck ist jetzt abgefallen. Es hat angefangen mit dem Trainingstag am Freitag, super nervös. Dann die ersten Wettkampfsprünge, bin noch nervöser geworden. Dann ist es aber mega gut gelaufen. Also bis Sprung 3 ist es immer besser geworden. Zwischen Rang 7, im letzten wieder ein bisschen abgefallen, aber trotzdem mega happy im Moment. Also ich hätte es mir in meinen Träumen nicht besser vorstellen können. Gratuliere, wie fühlt sich das an? Ja, wirklich. Also ich kann es fast nicht beschreiben. Ich bin super gut aufgenommen worden. Es ist mein allererster Wettkampf. Von allen Springen, von den Organisatoren, vom lokalen Team, von den Zuschauern. Also wirklich, es ist ein Einstand gewesen. Es ist unglaublich. Was sagst du deiner eigenen Leistung? Ja, als Athlet ist mir natürlich nicht wirklich zufrieden. Der vierte Sprung hätte ich viel, viel besser machen können. Das war wirklich, vielleicht nicht gerade unter die Schublade gewesen, aber ja, im Großen und Ganzen eben muss ich zufrieden sein, weil es ist der erste Wettkampf von dieser Höhe, ich habe noch gar keine Erfahrung gehabt und die Platzierung ist auch super, deswegen mache ich bei diesem Sprung auch als Athlet das Auge zu und freue mich jetzt einfach über das Resultat. Wie ist es auf dieser, also kannst du für uns wie nochmal die Sprünge durchgehen, wenn du auf dieser die Plattform rausgekommen bist, was geht denn da durch den Kopf? Ja, natürlich, weil es mein Heimwettkampf war, ist es etwas Spezielles. Das Publikum ist bei mir extrem mitgegangen. Beim ersten Sprung hat es meine Nervosität noch etwas erhöht. Ich habe mich wirklich probiert auf den Sprung zu fokussieren, aber es hat halb funktioniert, halb nicht. Im zweiten konnte ich dann wirklich mehr mitnehmen. Es ist das Ende vom zweiten Tag, bin ich wirklich mega happy gewesen mit dem Sprung. Dann auch beim dritten Sprung ist es genau das Gleiche gewesen, wirklich. Beim vierten konnte ich es dann so fest geniessen, wirklich, dass ich dann vielleicht wieder zu euphorisch war und vielleicht ein bisschen zu viel wählen habe. Aber es ist ein Moment, den ich in meinem Leben nie mehr vergessen werde. Und wenn du dann so nach dem ersten Sprung wieder auftauchst aus dem Wasser, was war das für ein Gefühl gewesen? Ich meine, da geht ja alles, oder kommt alles Adrenalin nochmal auf, oder? Ja, also nach dem ersten Sprung habe ich schon an den zweiten Sprung gedacht. Deswegen würde ich sagen, ist der Druck noch eher gleich geblieben. Aber jetzt nach dem vierten, wirklich, ich brauche vielleicht sogar noch einen Tag, vielleicht sogar zwei. Da kann ich vielleicht morgen oder übermorgen mal ansitzen, mir mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und das ganze Revue passieren lassen. Was passiert jetzt heute Abend noch? Ja, ich würde sagen, ich muss zuerst mal mega vielen Leuten Danke sagen. Meine Verwandten, meine Kollegen, auch den ganzen Leuten da. Auch der World High Diving Federation, die mich wirklich aufgebaut hat, die wirklich mega viel für mich gemacht haben. Natürlich auch Red Bull, allen Leuten da, die geschafft haben, die mich unterstützt haben. Und dann wird sicher auch ein bisschen gefeiert. Schönes Gratulieren nochmal. Danke vielmals.